So, weiter zum nächsten Auftrag. Jetzt müssen wir zu den Waffen. Ich muss eigentlich nur sammle 7 Maschinenteile in der 15er Industriezone. Gucken wir mal, ob ich direkt. Ja, ist nämlich nur die eine möglich, oder? Industriegebiet, Level 15. Ja, auswählen. Attacke. Aber hier müsste eigentlich ziemlich simpel dann sein. Hoffe ich. Und ich habe eben mal geguckt, es sind nicht mehr viele Aufgaben bis zum Ende vom Wald. Also 5 Missionen noch und ich bin quasi schon fertig. Ging doch relativ schnell. Aber ich glaube, hier nach der Mission kommt schon Sturmschild, die nächste. Ich sage ja, bis jetzt geht noch alles relativ simpel, finde ich. Aber man sieht ja, ich bin noch nicht gescheitert. Ich habe noch nicht gesagt, ich bin gescheitert. Also bis jetzt läuft es eigentlich recht gut. Ich kann zwar eh noch nichts aufleveln, weil ich ja erst weiterkommen muss in den Missionen. Ist ja eigentlich alles soweit auf Max. Mit den Waffen und alles bin ich ja noch am vorsichtig hochleveln. Weil, wie gesagt, ich will die EP nicht unnötig verballern. Hauptsache, ich habe dann 5 Waffen auf Episch oder Legendär oder so. Da warte ich erstmal ab. Bis wir weiter sind im Game und langsam anfangen, Probleme zu kriegen. Dann muss ich mir Gedanken machen. So, hier müssen wir mal ein Rufzeichen. Jetzt sind wir wahrscheinlich erstmal, oder? Guck mal, das ist ja perfekt. Zack, 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 zack. Das sollte helfen. Okay, jetzt waren noch 3. Dann schon 1. Ich glaube, wir sind schon fertig. Genau das Richtige. Muss ich das jetzt verstehen? Eben stand der Limit erreicht. Nehme ich. Steht doch die. Ach, der meint das Metall. Ziel noch nicht gefunden. Das Metall meint der. So, 3 haben wir schon fertig. Aber ich glaube, hier geht es direkt weiter in der nächsten Halle. Baumaterialien kann ich mich zurzeit nicht beschweren, habe ich eigentlich von allem genug. Vergiss es, das ist reine so, Zeitverschwendung. Schon 4. Was meinst du damit? Ohne die richtigen Materialien. Ich glaub, das hier ist gerade die einfachste Aufgabe, die ich hier hatte. Wenn wir allerdings in Plankerton wären, sind wir aber nicht. Also vergiss es. Na, das sieht mir nach einem Haufen Waffenlager-Aufrüstungskram aus. Bringt nichts. Ohne Plankerton-Materialien, keine aufgewerteten Skizzen. Tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Das ja, Leben ja, muss ja. weitergehen. Wir finden schon eine So, Lösung. 5 ich Stück sage dir hab das ich nur jetzt. ungern, Also aber fehlen mir noch Plankerton 2. ist eine Todesfalle. Ich sage dir das nur ungern, aber Mag wir das geben auch nicht einfach schon? so wegen einer Todesfalle auf. Die Überlebenden von Plankerton brauchen So, uns jetzt fehlen uns wie und wir gesagt noch brauchen dich. 2 Stück. Hier Die werden wird wir also auch noch nicht finden, aufgegeben. oder? So, gehen wir mal hier Ziel rüber, hier erfasst. sind noch ein Gefangener. Ja, Platziere den Atlas auf Gefangener. dem Ziel, wenn du soweit Ein bist. Überlebender. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Also war irgendwo unten. Jetzt weiß ich nicht, die Trampe da rechts neben mir runter oder hier drunter. Ja, wird wohl hier unten sein. Einsam und verlassen. Zu glauben, genau. Munition. Wieso ich das nur wusste. So. Schon noch zur Geburtstagstorte. Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Oh, was haben die denn so eilig? Wenn du bereit bist zu beginnen. Ich brauche noch 2 Teile, Leute. Ich verstehe zwar nicht, warum es noch 2 Stück sind, weil da waren ja mindestens gefühlt 20 drin. So, nehme ich mal Glück mit. Ah, hier ist noch Rambazamba.
Ja, wie viele sind denn hier noch? Ach, schauen wir mal, ja, Freundchen. Ach, noch eine Kiste. Wollte ich mal mitholen. Blöde Kombo. Arschstau. So. Schon noch eine Kiste. Munition ist immer gut. Ich glaube, hier ist immer noch eine Kiste. Das hier müsste eigentlich einer sein. Ich glaube, davon brauche ich so eins noch, dann haben wir schon geschafft. Wieder dabei sein. Was habe ich sonst schon zu tun? Na dann, lass uns weitersuchen. Wenn auf 7 umspringen. Jetzt scheint es geschafft zu haben. Du schaffst es, Kommandant. Hä? Was denn für eine Übung? Teil fehlt immer noch. Das kann ja nicht sein. Noch mehr Materialien. Ach, jetzt hat es gezählt. Wie bist du zur Waffenherstellung gekommen? Liegt in der Familie. Wahrscheinlich hatte mein Vater die Hoffnung, dass einer meiner Brüder das Geschäft fortführen würde. Aber dann musste er sich mit mir begnügen. Ein Glück für uns. Ich glaube, das ist eine Fehlanzeige. Etwas Gutes hatte das Ende der Welt dann doch. Vor dem Sturm haben mich die meisten Leute für irgendeine Psychopathin gehalten. Keiner so, hat gesagt, wo sind wir denn dran? Du baust Knarren, lass uns Freunde sein. Bah, Deppen! Was hat er jetzt gesagt? Deppen? So, hier ist noch ein Geburtstagskuchen. Mm-mm. Ja, doch. Von dem Geburtstagskram hätte ich auch mal gerne einen Skin langsam, ey. Das dauert ja ewig. Bis du mal 30 von diesen Bombenwerfern da hast. Zack. Zack. Lauf mal schneller nach. Fallen habe ich eh genug. So, den kann ich mal nehmen. Aber die Kronfallen kann ich hier immer für diese Mission dann fahren. Ist ja uninteressant sonst. Weil ich brauch die eh nicht, weil Grau tue ich sowieso nicht meine Base. Nochmal nachladen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin wieder allein. Genau die brauche ich, 30 Stück davon. Jetzt erst 13. Schön wär's. Jetzt kommt er hier bei unserem Telefon rum. Du wirst auch noch sterben. Ja, Leute, hatten wir uns mal eine Falle übrig. Verstärken.
schon wieder schön zu zweit hier nur im Spiel. Ey, ich hasse das, ey. Echt. Kann doch nicht sein, ey. Wer hämmert denn hier drauf wie so ein Dulli? Die oder was? Geht nicht. So, gerade noch Munition her, schön. Sache. Man sieht ja, die kommen auch nicht auf die Idee, mal da irgendwie was zu heilen. Nö. Für was? Oh mein Gott. Entschuldigung. Nachladerei, ey. Ja, Hauptsache 800 mal springen. Ihr seid schon. Die Helden vom Bahnhof zu. Wenn die Mobs schon High Position haben. Ich. Naja, ich muss Munition schreiben. Da repariert keiner mal eine Wand. Ich hab das Dreifache wie dir im Schaden gemacht. Einfach mal ein bisschen reparieren und so, das kann das alles zehnmal simpler. Nee, man muss sich rumquälen. Ja, das ist schon doppelt so fast. Man muss doch merken, dass man keinen Schaden macht. Verstehe nicht. Ist mir dies ist mir zu hoch. Aber ich denke mal, ihr kennt die Probleme auch. Ist schon ein bisschen nervig. Aber es ging ja relativ schnell, muss ich sagen. 15 Minuten, Mission rum.
Easy peasy. Von wie lang eigentlich noch Early Access? Also dafür haben wir auch nicht viel geschafft. Zack, 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 zack. Dankeschön. Ich baue die Werkstatt auf und sobald du in Plankerton bist, sollte ich bereit sein. Die Missionsverteidiger. Und Ray, ich hab da was für dich. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nimm einfach. Teams. Oh, eine Plakette. Da steht drauf. Waffenfreie Ray-Zone. Ach, in seiner Gruppenmeldung. Das Problem ist immer, weil es, wenn es Deutsche sind, ist okay, aber wenn endlich eine Gruppe eigentlich da so nicht was mit machen soll. Ja, Franzose. Franzose, die können sich überhaupt nicht reden. Sie die Aufnahme jetzt an und versuchen Sie es selbst. Wie war das jetzt hier? Bob? Oh, warum ist das so verpiept schwer? Kommandant, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Pop auf die Suche nach der vermissten Expedition geschickt und er ist noch nicht zurück. Und er hat mir eine Nachricht geschickt. Nur konnte ich die nicht verstehen, weil ich mich nie mit Rundbot befasst habe. Und jetzt schwebt er in Gefahr. Bitte hilf mir, ihn zu suchen. Was brauchen wir denn jetzt? Platziere Scanner in einer 15er-Zone. Das ist dann die nächste Aufgabe. Also wie gesagt, die Mission war ziemlich leicht. Ich denke mal, damit hatte sie eigentlich auch keine Probleme. Wäre nett, wenn ihr mir mal einen Daumen nach oben da lassen würdet. Vielleicht sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge. Bis dann.